Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Monsieur Karim Ben Khaled, Eicher und der Teppich von Beatrix Ramona Ben Moussa Strohal. Wir, ein Haufen Straßenkinder, die nicht gerade ein glückliches Zuhause hatten, trafen einander im Park unserer Stadt, wo die Laubbäume ihre schönsten Farben zauberten. Dort, zwischen den bunten Blättern, Fußball spielend, die herrlichen Kreationen, welche der Herbst zutage brachte, bestaunend, plauderten wir miteinander und erzählten uns abwechselnd die aufregendsten Geschichten. Da ein jeder von uns aus einem anderen Land kam, war es umso interessanter. So war Ahmed an diesem Nachmittag an der Reihe, ein schlanker Junge Mitte 14 aus dem fernen Nordafrika. Seine Erzählkunst war einzigartig, man lebte förmlich mit. Wir machten es uns auf der Holzbank bequem, knabberten von den Chips und spitzten unsere Ohren. Es wurde so ruhig, dass man ein jedes Blatt hören konnte, welches vom Baum fiel. Nun hört aufmerksam zu. Am Beginn seiner Erzählung gab er uns den Rat. Ihr sollt daraus lernen, auch wenn er selbst noch jung sei. In seinem kurzen Leben hatte er schon einiges mitgemacht. Nicht das Schicksal sollte man herausfordern, es schlägt zurück. Tu Dinge nicht, die einem selbst Schmerzen bereiten würden. In meinem Dorf in Tunesien erzählte einst schon, als ich dort lebte, ein alter Mann mit weißem Bart, seinen Schal um den Kopf gewickelt und dem Wanderstock, welchen er immer mit sich führte, manch wundersame Geschichten. Abdul wurde er gerufen. Kannte ein jeder, er der Alte mit seinen dunkelbraunen Augen, die je nach Geschichte feurig funkelten oder grimmig schauten, und mit einigen Narben im Gesicht, gehörte zum Inventar dieses Ortes. Es ist möglich, dass er noch am Leben sein könnte, so müsste er an die 90 Lenze zählen. Faszinierend war die Art und Weise, ihm zuzuhören. Jedes Detail beschrieb er genau. Auch konnte er sich an noch so ein kleines Vorkommnis erinnern. Die Begebenheiten des Monsieur Karim Ben Khaled, er war der Sohn des Bürgermeisters und Großgrundbesitzer von Khaled Ben Abdul, darüber zu erzählen, gehörten zu seinen liebsten Geschichten. Dieser verfügte über Ländereien bis zur Grenze Algeriens, ein angesehener Mann, der überall zuvorkommend behandelt und hoch geachtet wurde. Seine Olivenhaine, die einfach aber gekonnt kultiviert wurden, erstreckten sich weit über die Landstriche Tunesiens. Weit über die angrenzenden Völker hinaus erlangte er hohes Ansehen, denn das Olivenöl war das Beste weit und breit. Sein Reichtum wurde durch die Ernte so groß, und doch hatte er bis zu diesem Zeitpunkt keine Frau. Kapital war für ihn sehr wichtig. So beschäftigte er sich meist mit Handel der Waren und dachte, durch den Gewinn alles kaufen zu können. Sein Besitz breitete sich zusehends aus, doch auf das Leben hatte er vergessen. Seine Jugend war verwelkt. Das konnte er mit keinem Geld zurückkaufen. Er wurde zusehends ein gebrechlicher, alter Mann. Einige Jahre zuvor, er war noch jugendlich, machte ihm ein schönes Mädchen den Hof und verehrte ihn über alles, gab, was sie zu bieten hatte. Doch er hatte nicht bemerkt, dass sie ihn über alles liebte. In unseren Breitengraden kann man nicht gleich zu einem Mann gehen und direkt sagen, Gefallen an ihm zu haben. Die Eltern wählten die Braut oder den Bräutigam untereinander aus. Heimlich oder diplomatisch muss man vorgehen, um einem Mädchen oder hier in dem Fall einem Mann zu zeigen, dass man an ihm Gefallen findet. Selbstverständlich für Monsieur Karim Ben Khaled, dass sie von einem fernen Dorf kam und ihm feine Datteln brachte, wenn das Zuckerfest nahte.
Ihre ganze Liebe webte sie stundenlang in einen Teppich, der als Geschenk für ihn gedacht war. Sie, die Schöne, ihr Name Aisha, war nur die Tochter eines armen Bauern, der sich mit Korbflechten und Dattelexport über Wasser hielt. Der Ruf ihrer Schönheit klang weit über den Kontinent hinaus, doch nicht einmal das registrierte er. Seine Gedanken waren nur mit Geld beschäftigt. Eines Tages bei einem Besuch mit ihren Eltern nahm sie den Teppich mit, um ihn diesen zu schenken. Fein gewebt, ein einzigartiges Exemplar, ein Gebetsteppich, seiner würdig. Doch er wies ihren Teppich zurück. Er hatte so viel Wohlstand, dass er auf einen Teppich nicht angewiesen war. Das sollte er aber Jahre später bereuen. Aishas Herz war gebrochen. Verletzt verließ sie das Haus des jungen Karim Ben Khaled. Sie war sehr traurig, dass er nicht einmal so viel Anstand hatte, den Teppich zu betrachten. Es dauerte einige Zeit, bis sie ihren Schmerz überwunden hatte. Später wurde sie von ihren Eltern vermählt. Manchmal kreisten in ihrem Kopfe Gedanken um Karim. Langsam verblasste die Erinnerung, doch der Teppich in der Kommode ließ Aisha Karim nicht vergessen. Zwei hübschen Söhnen hatte sie das Leben geschenkt und um der Tradition willen hatten beide das Handwerk der Korbbinderei und die Erzeugung von Dattelwein gelernt. Ihre Söhne waren so tüchtig, dass in ganz Tunesien die Familie für den Dattelwein und die wunderschön geflochtenen Körbe bekannt wurden. Die Monate vergingen und wie alljährlich nahte das große Zuckerfest, wie schon Jahre zuvor. Das ganze Dorf war auf den Füßen. Einheimische wie auch Fremde von den benachbarten Städten, auch die Großgrundbesitzer, fanden sich ein und versammelten sich in und vor der Moschee, um das Ende des Ramadans, der Fastenzeit, zu feiern. Ein jeder kam mit einem der schönsten Gebetsteppiche, um besser angesehen zu werden. An der Ecke neben der Moschee ganz versteckt lehnte an einer Palme Monsieur Karim Ben Khaled, gebrechlich, gealtert, immer noch stolz, aber verbittert. In seinen Gedanken kam die Erinnerung an Aisha. Er dachte, ihre Söhne erkannt zu haben und im Hintergrund die Schöne selbst. Jetzt erst wurde ihm bewusst, wie viel Leid er ihr zugefügt hatte. Der Teppich, das einzige Wertvolle, wollte sie ihm schenken und er verneinte dies. Nun stand er ohne Teppich hier. Noch so arme Bauern hatten einen, nur er nicht. So beschämend war das. Er hatte durch seine Jagd nach Geld und Habgier auf die Menschen und auf Allah vergessen. Doch nicht einmal einen Gebetsteppich konnte er sein eigen nennen. Er würde am liebsten im Boden versinken, doch er musste sich seiner Erkenntnis stellen. Nun bekam er das zurück, was er Aisha angetan hatte. Ihn schmerzte es so sehr und er bereute das Tun. In diesem Moment begriff er, nichts zu haben. Kapital hatte er, aber wo war sein Leben geblieben? Ohne Teppich, wie sollte er sein Gesicht bewahren? Seine Gedanken wurden irre, Schweißperlen rannten über seine Wangen, aber nicht der Hitze wegen, und sein Herz raste. Zittrig mit seinen Fingern nahm er ein Papiertaschentuch hervor, um das Gesicht abzutrocknen. Nicht das Problem hatte er, überhaupt in die Moschee zu kommen, dies konnte er jederzeit, nein, dass er keinen Teppich hatte. Da kam mit leisen Schritten die schöne Aisha. Das Schicksal ward ihm gut. Sie drückte das kunstvolle Exemplar in seine Hand, welches er Jahre zuvor zurückgestoßen hatte. Dankbar nahm er es an sich. Die Feier war gerettet. Sein Gesicht hatte er bewahrt durch Aisha. Monsieur Karim Ben Khaled war von dieser Zeit an wieder ein Mensch und lebte. Er blickte bewusst und erkannte, wie hübsch Aisha, die Schöne, noch immer war. Sie schwebte voll Glück,
denn Karim hatte ihre Liebe bemerkt und sie respektiert. Das war Monsieur Karim Ben Khaled, Aisha und der Teppich von Beatrix Ramona Ben Musa Struhal. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.